So, wie sind wir jetzt zum Hotel gekommen? Wir sind doch hier lang gefahren, glaube ich, ne? Ich meine, man müsste das ja auch erkennen, diesen großen Klotz. Da hinten ist es. Okay. Ich hoffe nur, dass wir jetzt in die Tiefgarage reinkommen. Moment mal, mussten wir hier schon reinnehmen? Hier rum. Jo. Weg da, hier nach links. Ah, da ist es doch. So, wie kommen wir jetzt von hier in die Tiefgarage? Einfach da hinten weiter? Aus dem Weg, bitte. Oh, ich hoffe so sehr, dass wir da jetzt reinkommen und die Autos da noch stehen. Warum habe ich da immer so ein Pech? Ist doch unfassbar. Jetzt wollte ich so gerne so ein Auto haben. Ich glaube, ich muss mir das echt bei nächster Gelegenheit wieder klauen und dann aber sofort nach Hause fahren und das in die Garage packen. Das Problem ist, wir können es halt bei jeder Mission wieder verlieren, ne? Wer weiß, was auf uns zukommt, welches Auto wir dann nehmen müssen. Ach, ärgerlich. Naja, so haben wir es wenigstens versucht. Und haben die Polizei bestochen, ist natürlich auch sehr wichtig. Zur Seite bitte. Nice. Das war bis jetzt der krasseste Unfall, den wir gebaut haben. Ja, ich wohne ja gar nicht mehr da hinten. Ich wohne jetzt in der Villa Scaletta. Stimmt. Habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Deshalb dachte ich, wir können von Joe aus nach Hause laufen. Aber nein, wir sind hier aufgestiegen. Aus dem Weg bitte. Aus dem Weg bitte. Du auch. Ihr könnt mich mal. Weg da! Ey, fahr doch mal rechts ran, bitte. Jo! Jetzt geht's aber rund hier, ne? Mist, und wir sind gleich zu Hause. Mist, was machen wir jetzt? Müssen noch ein bisschen um den Block fahren, glaube ich. Was? Macht ihr da? Wow. Das habt ihr euch wohl so gedacht, ne? Mal eben kurz weiterfahren. Kommt bestimmt von hier hinten auch wieder nach Hause. Die fahren immer noch hinter mir her. Warum sind die jetzt so hartnäckig? Das hat die doch sonst auch nicht interessiert. Ey, Jungs, jetzt haut mal bitte ab. Ich möchte nur nach Hause. Ich möchte nur nach Hause. Oh, die schießen sogar schon auf mich. Och nö, komm. Fahr ich hier halt nochmal rum. Ich habe hier niemanden umgefahren. Das war gerade jemand anders. Sehr schön. Ja, ich habe Vorfahrt natürlich. Ja, ist ja gut. So, hat doch noch funktioniert. Leute, geht ihr bitte von meiner Einfahrt weg? Dankeschön. Ich möchte es parken, bitte. In der Garage parken.
Ja, sehr schön. Haben wir jetzt so ein schrottiges Auto da stehen. Ach, Manu. So, was machen wir jetzt hier zu Hause? Telefon benutzen. Was? Du hast keine Nummer, die du anrufen kannst. Na schön. Dann esse ich halt was. Ein Sandwich. Yum, yum, yum. So, und dann gehen wir ins Bett. Wir hatten jetzt einen anstrengenden Tag. Gute Nacht, Vito. Wer ruft denn hier so spät an, mitten in der Nacht? Hallo? Ja, spreche ich mit Vito? Wer will das wissen? Ich bin Leon, der Barkeeper vom Lone Star. Ich habe deine Nummer von Joe Barbaro. Er sagt, du bist ein Freund von ihm. Ja, was ist mit ihm? Der gute Joe hat die ganze Nacht nur vom Feinsten gebechert. Dann hat er was von einem Marty gefasselt und seitdem ist ziemlich ungemütlich mit ihm. Wovon reden Sie? Dein Freund hat sich nicht mehr im Griff, Mann. Er fuchtelt mit der Kanone rum und keiner kann ihn zur Vernunft bringen. Ach, toll. Ich will keinen Ärger mit euch, Jungs. Kannst du wieder herkommen und diesen besoffenen Sack vom Barhocker kratzen, bevor er noch jemand abknallt oder irgendjemand die Bullen ruft? Vito, holst du jetzt deinen beschissenen Freund ab? Kann ich mit dir rechnen? Okay, ich komm vorbei. Und hey, geben Sie ihm keinen Schnaps mehr, bis ich da bin. Ich versuch's. Aber dein Freund, er wird damit nicht einverstanden sein. Hey, wenn Sie ihm den Hahn nicht sofort zudrehen, drehe ich Ihren ab. Haben wir uns verstanden? In Ordnung, Mann. Aber beeil dich. Wie viele sind noch in der Bar? Ich bin mit ihm allein. Dein Freund ist ungefähr seit einer Stunde hier und hat alle anderen vertrieben. Okay, schließen Sie ab, bis ich da bin. Dauert nur ein paar Minuten. Alles klar. Danke. Oh Mann, der Joe. Gehe zum Lone Star. Okay, erstmal ziehen wir uns was an. Ich bin dafür, dass wir jetzt einfach mal das Hemd anziehen. Ich finde, das passt jetzt ganz gut. Und es ist ja auch zum Glück wieder sauber. Macht der Joe da Terror in der Bar? Ist ja unfassbar. So, jetzt bin ich erstmal gespannt, welche Autos wir haben. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Nein. 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 Gut, wir haben nicht viel Auswahl neben den hier. Wo ist denn der Lone Star? Ach so, das ist ja gar nicht weit. Oh, hier müssen wir wieder langsam fahren. Hier kommt gleich diese enge Kurve. Hallo? Lass mich mal vorbei. Gut. Ja, aus dem Weg. Wir müssen den Joe abholen, der da gerade, wow, echt Randale macht. Ah, das ist hier schon. Dann packe ich mal hier. Vito, endlich. Also gut, wo ist er? Da drüben in der Ecke. Ich habe versucht, ihm nichts mehr zu geben, aber der Saukerl wollte mir den Laden zertrümmern. Okay, schließ ab und gib mir eine Minute. Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, hä? Wie geht's dir? Vito, da bist du ja endlich. Die anderen sind schon alle gegangen. Tja, Joe, warum wohl? Oh. Ha, genau. Im Auto hier? Hab ein Taxi genommen. In der Gegend würde ich doch mein Auto nicht parken. Okay, trink aus, wir gehen. Ihr wollt gehen? Okay, Marty. Ich lass euch raus. Auf dein Wohl. Hast dich tapfer geschlagen. Scheiße, wo sind denn meine Schlüssel? Tut mir so leid, Junge. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Verflucht! Tu die scheiß Narre weg, bevor noch was passiert! Sag mal, hast du sie noch alle? Was soll der Scheiß, du Vollidiot?
Ich wollte nur... Was wolltest du? Halt dein blödes Maul und schaff deinen versoffenen Arsch hier raus. Schon gut, schon gut. Komm her schon. Ach du Scheiße. Joe. Zieh die Leiche zum Wagen des Barkeepers. Ja, das werde ich machen, nachdem ich mich hier umgeschaut habe. Joe, was zur Hölle? Wie sehen denn die Toiletten hier aus? Ist ja unglaublich. Ach, das sind Boxhandschuhe. Ich habe jetzt gerade im ersten Moment gedacht, so, was ist das denn bitte? Wenn wir schon mal hier sind, ne? Rauben wir auch mal die Kasse aus. Was ist das hier? Ach ja. Kann man ja mal machen. So, sonst noch irgendwas Interessantes hier? Nee, leider nicht. Das ist dann also auch eine Tür, die nach draußen führt. Gut, dann machen wir hier mal wieder die Drecksarbeit. Ey, Joe, ganz ehrlich, ne? Unfassbar. Echt unfassbar. Okay. Ich hoffe, uns sieht niemand. Oh oh. Hier kommt doch gleich 100 pro einer, oder nicht? Bring Joe nach Hause. Was? Mit dem Wagen, wo die Leiche drin ist? Sag mal. Stopp, ich stehe nochmal eben auf. Beziehungsweise geh nochmal raus. Ich stehe auf. Hm. Ich wollte nochmal gucken, ob hier irgendwelche Magazine sind. Ey, ganz ehrlich, mit dem Auto wollen die jetzt zurückfahren? Sind die irgendwie bescheuert oder so? Kommt man hier rein? Nee, schade. Ist denn hier nichts mehr? Och, Manu, ich hatte jetzt so gehofft, dass hier oben noch ein Playboy rumliegt. Ja, gut. Oh, Vito, du stampfst so laut. Es hört sich an, als würden hier 5 Leute die Treppe hochrennen. Hier geht's nicht rein, okay. Hier auch nicht. Na gut. Oh oh, da steht doch schon jemand. Warum steht der da? Warum stehst du da? Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Genauso wie die Polizei hier. Schaut mal, wo kommen die ganzen... Ach du Jemine. Wo kommen die ganzen Polizisten her? Was wollen die hier? Warum? Ja, sorry. Hier ist ja alles voll von denen. Entschuldigung. Ich glaube, das Auto könnte aber... Was? Warum? Hä? Ich habe doch jetzt gar nichts gemacht. Das Auto könnte aber ganz gut sein, glaube ich. Ja, geht schon. Was war das jetzt gerade mit der Polizei? Warum? Nur weil ich den einen so ein bisschen angeditscht habe? Das kann ja mal passieren. Hector. Mich wundert es, dass er gerade nicht mit Joe redet. Und den jetzt nochmal voll zur Sau macht. Naja, okay. Vor allem, wo werden wir die Leiche los? Können wir ja oben bei der Sternwarte zu der anderen noch ins Grab packen. Bestimmt ganz toll. Oh, da ist die Polizei. Ein bisschen langsamer. Oh, toll. Die fahren natürlich auch geradeaus. Na ja, klar. Oh,
wie die Leute hier fahren. Schrecklich. Ich bin die Einzige, die hier vernünftig fährt, ne? Oh, Mann. Bremst mich doch nicht so aus. Jetzt bieg rechts ab. Nein. Warum? Warum? Weg mit dir. Nochmal Polizei. Was? Hat er gerade ganz leise gesagt, hast du den Arsch offen? Das will ich ja wohl nicht gehört haben. Weg da, ich muss hier rein. Gut, wir sind da. Erschieß bitte keinen auf dem Weg zur Haustür, ja? Danke, Vito. Und hey, tut mir leid wegen... Hör mal, ruf mich morgen an, ja? Beseitige die Leiche, lass dich dabei nicht erwischen. Na, geil. Bei Bruschi? Bei Bruschi? Echt? Sollen wir die in die Schrottpresse packen, oder was? Ja, gut. Ja, ja, hallo Polizei, ich hab nichts. Hä? Warum steht denn der Bus da einfach so rum? Na gut. Ein aufregender Tag mal wieder für Vito. Ob das wohl echt so ist, wenn man Mitglied der Mafia ist? Wahrscheinlich, ne? Oder wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Ist jemand von euch bei der Mafia? Schreibt's in die Kommentare. Huch. Diese Kurve, ne? Ich hasse die. Jedes Mal, wenn ich hier zu dem Bruschi fahren muss. Es ist echt... Hallo? Jedes Mal. Aber das Auto ist okay. Das Auto ist okay und ich bin falsch gefahren. Naja, fahren wir hier hinten rum. Sehen wir auch mal ein bisschen die Gegend. Wow. Wow. Was war denn da los? Fahre den... Nein! Nein! Es ist tatsächlich die Schrottpresse. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe mich doch gerade dafür entschieden, das Auto hier zu behalten. Meine Güte. Jedes Mal, ne? Wenn ich ein Auto finde, verdiene Geld, indem du Autos in der Schrottpresse vernichtest. Ja, sehr schön. Mann! Und dann wird hier nachher der Bruschi noch dafür verantwortlich gemacht, oder was? Wenn da noch irgendwelche menschlichen Knochen zu sehen sind. Na, wenigstens haben wir Geld verdient. So. Das ist doch der gleiche, ne? Ich glaube, das ist der gleiche. So, jetzt geht's aber definitiv nach Hause. Müsste jetzt auch nicht so weit sein. Nee. Okay. Oh, das Lied kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, das haben wir hier noch gar nicht gehört. Boah, was ist denn da für eine Kante, sag mal. Wow, was ist denn hier mit der Straße los? Voll kaputt. Aus dem Weg bitte. Was? Weg da. Oh nö, Polizei. Thank you.
Wow. Ich bin falsch gefahren. Aber das macht nichts. Und natürlich haben wir jetzt die Polizei vor uns. Sehr schön. Na, bieg mal links ab. Oh, das Lied ist aber ein bisschen langweilig, oder? Also schön, aber langweilig. Ja, das geht auch so. Ja, das ist doch mal cool. Sowas mag ich zum Autofahren. Ja, weg da. Na toll. Dann bleiben wir hinter ihm. So. Nein, ein bisschen weiter nach vorne fahren. Sehr schön. Ah, toll, mit der amerikanischen Flagge hier. Ganz fantastisch. So, Essen brauchen wir nicht. Ich werde jetzt ins Bett gehen und sage bis zur nächsten Folge. Tschüss.